Hallo, ihr Quirlinge! König Dringil hat sich erhoben, um sich wieder sorgenvoll über seine Staatsgeschäfte zu beugen. Denn die Sache in Quirland geht zwar voran, aber so richtig leicht von der Hand geht ja gar nichts. Vor allen Dingen seit die Stimmung im Reich nur noch beständig ist, nicht mehr gleichmütig. Naja, wir schauen noch mal kurz nach Kaskara rein, ob ich da wirklich alles gemacht habe, also alles richtig. Da gab es ja nochmal die Erklärung. Das westlichste Feld ist links oben. Das wäre da. Links oben ist die Brauerei. Stimmt. So. Mit oben ist die Taverne. Stimmt. Und dann ist rechts oben... Das nördlichste Feld ist dann rechts oben. Da ist die... Schmiede. Nein! Laden. Richtig. Ja, passt. Dann haben wir hier links unten Chimiels Laden. Ja, genau. Das passt dann alles. Und diese Handwerkerläden, Chimiels und Charels Nähladen, die gäben weitere Boni, wenn sie an einer Taverne angrenzen würden. Charels Nähladen grenzt jetzt nicht an einer Taverne an. Das ist aber so geplant gewesen, richtig, Herr Statthalter? Weil theoretisch könnte man Brauerei und Charels Nähladen austauschen von ihrer Position her. Die Brauerei benötigt lediglich einen Punkt, die benötigt eine Taverne in der Stadt, aber sie muss nicht angrenzen. Wohingegen Charels Nähladen, wenn es neben der Taverne stünde, nochmal plus 1 Wirtschaft gebe, was völlig egal ist bei mir. Ich kriege pro Woche 5 Wirtschaft obendrauf. Aber nur so allgemein. Das habe ich jetzt aber... Also die Planung ist so, wie es ja gebaut ist, richtig? Die steht ja hier neben der Taverne. Also tendenziell würde man das, würde ich das hier austauschen, wenn man den einen Punkt Wirtschaft noch raus optimieren wollen würde. Aber muss man auch nicht. Wie gesagt, Wirtschaft. Achso, und upgraden kann ich die Dinger nicht, weil da brauche ich ja Kleinstadt für. So. Was gibt's als nächstes? Als nächstes die Info, der Herr Statthalter für die Silberstufenseeregion wird Kravion werden. Das wäre auch das nächste, was annektiert wird. Aber im Moment geht's erstmal in Richtung Spionage. Da habe ich ja 39 Punkte. Und hier oben ist die Sachlage dann die folgende, dass in Warnburg die ganzen Goblins und Dingensbummensquartiere fertig werden. In 2 Tagen wird das fertig. So, in 2 Tagen habe ich dann einen Boost von plus 9 Spionage. Komme also auf 48, kann Dicke den nächsten Level abmachen in Spionage mit Ekondayo. Der wird sich wohl auch melden dann für eine Audienz. Und diese beiden Tage wollte ich gerne nutzen und die nutze ich, um Baronie-Ressourcen zu beanspruchen. Das heißt, es geht mal gerade raus vor die Tore. Moment mal, wir können ja auch diese Queste mit Knock-Knock machen. Ich guck mal mit der Stammgruppe raus vor die Tore, um mal zu schauen, wo ich überhaupt mit Knock-Knock hin muss. Und da sehe ich, dass ich nur dahin muss. Moment mal. Da muss ich mit Goblin Knock-Knock hin, richtig? Mit sonst niemandem. Was sagt die Queste? Ich habe das irgendwie anders verstanden. Der König muss mit Knock-Knock allein zur Goblin-Lichtung gehen, um sich dem wundersamen auferstandenen Goblin-König zu stellen. Ach, das ist wieder so Skriptgedöns nur. Ach, na, da werde ich wieder ganz besonders toll würfeln. Wie mache ich das? Man kann ja auch irgendwie Held nach Hause schicken, stimmt's? Wie geht denn das eigentlich? Ich mache jetzt erstmal hier die Annexion dieser ganzen Sachen. Ich hätte hier einmal, wir müssen mal kurz nach Kaskara, genau, teleportieren. So, dann hätten wir hier oben den uralten Obelisken, available for claiming. Reisen. Und
beanspruchen. So. Und das andere wäre hier. Das ist auf halbem Wege zwischen beiden Städten. Da kann man nicht sinnvoll hin teleportieren. Oh, 23 Stunden dauert das. Aber es gibt eine Errungenschaft dafür, alle diese Dinger zu holen. Ah, schon wieder was los. Aber das könnte der Ekondario sein, der sich meldet. Wir machen hier erstmal Rambazamba gegen die Gilps dieser Gebiete. Ja, es ist auch noch kalt. Wer ist es denn? Oder irgendwer sonst? Ja, wo denn? Hallo? Ist da keiner da? Banditen! Stopp. Gib uns wenigstens mal eine Hast. Hast! Greedy! Dann hau ihm auf die Mappe! Danke, Ekondario. Aber das war noch nicht alle. Da oben ist ein kleiner Halbling, glaubt noch mit einem Treffer von 2 hier irgendwas reißen zu können. Hättest dich verpisst, ich hätte dich gar nicht gesehen. Mann. Raus. Das nehme ich natürlich mit. Gehen. Wie mache ich das eigentlich, wenn ich da jetzt... Also mit der Überladung, wenn ich jetzt die anderen Helden nach Hause schicke. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Irgendwie kann man das, glaube ich. Na, mach erstmal weiter hier. Noch reist Dringil im Schutze seiner normalen Mannschaft. Ach so, ich wollte ja ohnehin diese 14 Tage verstreichen lassen, stimmt. Karte für Touristen und Forscher. Kultur plus 1. Beanspruchung. So. Gut, machen wir erstmal das. Dann gehen wir alleine mit Knock Knock dahin. Jetzt geht's in den Thronsaal. Und ihr Mäuse seid schon wieder müde. Also, ich verkaufe kurz diesen wenigen Krempel, den ich habe. Ach nee, wir haben ein bisschen mehr. Ja, dann also zu Hassuf. Denn wir haben ja auch ein paar Geschenke, die verkauft werden können. Das ist der schwere Schild plus 3. Dann die Lawine, Schleuderstab, dieses Ding, Stirnreif der enormen Intelligenz plus 2. Und der Plattenpanzer des Hasses. Ja, die Kämpfe gegen Humanoide, Orks, Riesen und Goblinoiden sind relativ häufig, das stimmt. Aber trotzdem, da die plus 2 RK, das sind ja auch in der Regel nicht die, die wir zu schaffen machen. Frage, zählen eigentlich Untote auch mit in diese Kategorien? Also Untote, also normale Zombies, sind das noch Humanoiden? Ich würde sagen, nein, Untote werden eine eigene Kategorie sein. Die untoten Zyklopen werden... Also Zyklopen zählen die als in die Kategorie Riesen? Fragezeichen. Untote Zyklopen zählen die dann auch in die Kategorie Riesen? Fragezeichen. Ja, und was sind Goblinoiden? Goblins natürlich. Sind Kobolde Goblinoiden? Sind Winzlinge Goblinoiden? Nee, sind eigentlich Feenwesen. Ha, ihr seht schon, das ist ein bisschen unsicher. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann ich diese Rüstung anziehen soll. Und das ist mir echt zu viel Micromanagement für diese plus 2 RK, die dann auch nur irgendwie... Regonga hätte. Ich vertick die wieder. So, 25.000, das ist schön. Handeln. Und dann wird jetzt gleich mal noch geschlafen, weil ihr müde seid. Das ist auch irgendwie noch... Naja, gut. Egal. Es kommt jetzt kein Tageswechsel durch dieses Schlafen zustande. Wir haben ja Nachmittag, wenn Herr König sich aus seinen königlichen Daunen schält. Wie ein junger Halbelf. Sich das Krönchen zurechtdrückt und höchstwahrscheinlich, Klammer auf, hoffentlich Klammer zu, Ekondario sprechen darf. Das aber Valerie. Dringil, wir haben Neuigkeiten zu den Überfällen auf der Straße. Unsere Wachen haben Davor, den Grauen, bis in die Nalmark verfolgt. Er hat in seiner Verzweiflung die örtlichen Bauern zu einer Rebellion angestiftet. Es mag lächerlich klingen, aber er will euch stürzen. War das das Problem mit dieser einen Siedlung, die sich, die Freigeisterproblem? Na toll. Wir müssen uns sputen. Wir können es uns nicht leisten, mit Davor und seinen Halsabschneidern zu verhandeln. Es wird Zeit, dass die Armee des Generals diese Rebellion niederschlägt.
Ich nehme an, der Kämmerer hätte nichts dagegen, Davors Schergen zu bestechen. Und die erste Diplomatin würde die Sache vermutlich lieber friedlich lösen. Aber für halbe Sachen ist keine Zeit. Die Rebellen haben ihr Schicksal selbst gewählt. Vergesst es nicht, wenn ihr eure Entscheidungen trefft. Irgendwas ist jetzt hier ganz toll. Kein Ekondayo da. Dafür haben wir ein Problem an der Backe. So, das war hier Valerie, richtig? Oder sind die zwei Tage noch nicht zu Ende? Doch, natürlich, da sind sie doch. Nee, sind sie noch nicht. Tatsächlich, die sind noch gar nicht da. Ja, das kann sein, dass die zwei Tage knapp noch nicht zu Ende waren. Ereignisse. Die Rebellion des Grauens. Davor der Graue zettelt eine Rebellion in Nalmark an. Er beabsichtigt, den König zu stürzen und die Macht zu ergreifen. Was ist denn das für ein Arsch? Hallo? Sind wir oben mit Sorgen jetzt? Valerie, Amiri, mach mir echt keine Scheiße hier, ja? Du musst mindestens einen neuen würfeln. 21 Tage. Heieiei. Flüchtlinge. Einige unserer unzufriedenen Untertanen packen ihre Besitztümer und so. Achso, die müssen wir wieder behalten. Gemeinschaft 92. Kultur 92. Der Schwierigkeitsgrad ist überschaubar. Regonka Stabilität 73. Das muss ich Regonka versuchen lassen, damit er Punkte sammeln kann. So. Und jetzt muss ich einen Tag überspringen, damit die Spionage-Gebäude fertig werden. Ja, da ist er. Bestellt? Nee, wie bestellt? Und pünktlich wie ein oberster Spion. Wir haben einen Spion verhaftet, einen Söldner aus Dolchenmark. Er hat uns seine Klientin genannt und die möchte zu uns überlaufen, um sich vor ihrem alten Herrn zu retten. Ich traue ihr nicht. Sie hat einen Meister hintergangen. Sie wird es wieder tun. Wir können sie als Geisel nehmen. Wir können sogar Magie einsetzen, um ihren Geist zu durchforsten. Aber beide Methoden sind unsicher und außerdem ist Magie schlecht für das Gehirn. Octavia, hörst du das? Ich denke, wir sollten ihr eine Falle stellen. Wir geben ihr eine Lüge und beobachten, wohin sie den Köder bringt. Versteht ihr, was ich meine? Natürlich verstehe ich das. Nehmt ihre Freunde und Familie als Geiseln. Gute Spione haben weder Freunde noch Familien. Setzt Zauber ein. Schickt sie in die falsche Richtung und folgt ihr. Deswegen findet Tringil gut, was Ekondayo hier vorschlägt. Und sieht da auch erstmal keinerlei Nachteile fürs eigene Reich. Ekondikt. Sie belügt uns. Wir müssen sie belügen. Aber unsere Lügen werden überzeugender sein. Spionage plus 4. So. Und damit können wir jetzt endlich die lang ersehnte Rangaufsteigerei machen für Spionage. Sind wir jetzt durch diese ganzen Goblin-Quartiere und so weiter auch dem Rang 60 schon relativ nah. Naja, jedenfalls, also was hier Wirtschaft. Treue Spione. Plus 1 auf Spionage jedes Mal, wenn der Minister beim Lösen einer Situation scheitert. Wenn er mit einer Situation scheitert, heißt ja, dass er einen Debuff auf Spionage bekommt. Das heißt, dieser Debuff wird um 1 gesenkt. Ist ja nicht, dass ich dadurch was gewinne. Ich verliere nur weniger. Ist jetzt nicht uninteressant, aber... Und dann der Rangaufstieg. Ja, Sorgen. So, irgendwelche Quests. Ach, fürchterlich. Was macht eigentlich der Fluch? Ah, kommt auch allmählich am Horizont angewackelt. So, es hat sich in der letzten Episode ein bisschen Schlendrian eingeschlichen hier in Gwirland, finde ich, oder fand ich dann beim Videoschneiden, weil ich jetzt hier ein, zwei Rangaufstiege gemacht habe, ohne dafür zu sorgen, dass die Herren und Damen des Rates auch sinnvoll
mit Projekten ausgestattet sind, so vieles auch an Baupunkten kosten mag. Wir hätten die Verteidiger des Landes. Das kann nur Amiri machen. Die hat gerade tatsächlich Besseres zu tun. Wir haben immer noch Flüche. Arkan hat Rang 4. Also ich müsste zunächst als Arkan aufsteigen. Ja. Also Harim, 275 hier. 175 da. Wobei... Ich mache das jetzt beides parallel. Ich will dieses Zeug weg haben. Also das sind dann 175 und 275. Also das sind 300 und 200, 500 minus 50, 450. Brauche ich dafür. Trainings. Das hier, um Harem ablösen zu können. Ratgeber. Gut, Kafka, was hast du nur für einen Bonus? Das sieht man gar nicht. Aber ein plus 7er Bonus hat er nicht. Auch nicht nach dem nächsten. Nach der nächsten Schulung. Nee, das wollte ich nicht tun. Hier. Treue Spione, das kann ich jetzt als nächstes nicht machen, weil das nur Ekundayo machen kann. Das hier wäre gut. 650 Baupunkte, scheiße, war das teuer. Du bist dann besetzt. 650. 725 Baupunkte. Ja, 725 Baupunkte. Ich habe 200, also brauche ich 525. 530. Ich kaufe 530 Baupunkte, ich hab's ja. Kostet schlanke 42.400 Goldstücke, aber wir bleiben immer noch über 300.000 Goldstücken. Das ist dringend wichtig. Und zurück ins Königreich. Also dann. Es geht los mit den beiden Flugforschungen. Wen brauche ich länger nicht? Harem macht das. Harem ist der Erfahrenere. Wobei 45 Tage hier. Ach, das ist ja gleich. Dann ist ja egal. So, Projekt starten hier. Projekt starten da. Trainings machen wir nicht. Und hier machen wir irgendein Projekt. Kultureller Fortschritt wollte ich machen. Das geht gerade nicht. Und das hier war wichtig. Das macht Valerie. Was? Habe ich mich verrechnet? Scheiße. Jetzt renne ich da wieder raus. Doof. 7 Tage. BSV wieder rauslaufen. Machen das jetzt nicht. Wir bleiben jetzt hier dabei. Okay. Kultureller Fortschritt, genau. So, wir machen jetzt einen Rangaufstieg. Ekundayo. Gib alles. Go. So, wir sind wieder beständig. Und Spionage ist auf Rang 3, gibt Ekundayo 2 weitere Boni bei Problemlösungen. Problem Flüchtlinge, Triumph. Einige unserer unzufriedenen Untertanen packen ihre Besitztümer zusammen und ziehen in friedlichere Lande. Doch das junge Königreich braucht diese Leute, man muss sie aufhalten. Die Wachen sprachen mit den Flüchtlingen und versicherten ihnen, dass die Behörden jeden in der Region beschützen würden und sie überall sonst wehrlos wären. Die Leute überdachten ihre Optionen und beschlossen, dort zu bleiben, wo es sicher ist. Ich kann nicht lesen heute. Sie wissen den königlichen Schutz nur noch mehr zu schätzen. Danke, Regonga. Stabilität und Gemeinschaft plus. Schön. Dann kultureller Fortschritt. War ja ein Projekt. Ist durchgelaufen. 4 Ereignisse. Das ist nicht gut. Wobei 4 Ereignisse gibt auch dann Chancen, was zu reißen. Wettbewerb. In der Hauptstadt findet bald ein Schieß- und Nahkampfwettbewerb statt. Wird das Fest geschickt verkündet, könnte es Besucher anlocken und dem Königreich Ruhm einbringen.
Das Fest könnte sogar dem Sturmlichtturnier Konkurrenz machen. Wer weiß. Schwierigkeitsgrad 29. Da hat allenfalls der Geschichtenerzähler eine Chance. Problem, verheerende Raubzüge. Wieder diese halborkischen Sklavenhändler aus Belkzens Boden. Das hatten wir schon mal. Schwierigkeitsgrad 15 ist eigentlich ein gefundenes Fressen für Valerie. Vor dem 1.4. lösen. Valerie, wann bist du fertig? Was machst du eigentlich gerade? Ach nee, sie ist... ich habe sie zugeteilt. Nee, was? Hier doch. Aber hab noch gar nicht gestartet. Ja. Schwierigkeitsgrad 15. Das ist Wettbewerb, genau. Das ist für Valerie ein gefundenes Fressen, vor allen Dingen im Vergleich zu Amiri. Deswegen muss sie eigentlich das machen. Das ist ein Problem, da kann ich sie drauf ansetzen. Ohne die anderen vorher angeschaut zu haben. Es geht nicht anders. Waldfeen Gelegenheit. Schwierigkeitsgrad 21. Schwierig. Leere Flecken. Der Hofkartograf berichtet, dass einige Karten des Königreichs veraltet zu sein scheinen. Welcher Ratgeber könnte dem Gelehrten helfen, sie zu aktualisieren? Schwierigkeitsgrad 15. Das wäre was für Regonga. Dann wäre das was für den Geschichtenerzähler. Dann hätte ich aber niemanden mehr, der den Wettbewerb macht. Es hat aber eh den höchsten Schwierigkeitsgrad. Das wäre eher zu ignorieren. Schwierigkeit, ja. Regonga muss Stabilität aufholen. Ab 80 kann er auch wieder aufsteigen. Also Regonga mit seinem Bonus von 12 auf einen Schwierigkeitsgrad 15. Starten. Und die Waldfeen. Es gibt unglaubliche Neuigkeiten. Einer der Bauern in der Gegend behauptet, wohlmeinende Feen hätten ihre Ernte gesegnet und ihnen bei der Pflege ihrer Tiere geholfen. Das hatten wir schon mal. Da muss der Geschichtenerzähler eine 4 würfeln wenigstens. So, und der Einzige, der noch da ist, richtig? Genau. Dann mach du das. Dann habe ich für diese Gelegenheit tatsächlich niemanden, der gerade frei wäre. Also entweder läuft die dann doch noch nicht aus, wenn ich jetzt das nächste mache, was mich über den... Ach, ist ja schon Monatsultimo. Wir haben ja den Februar. Wenn es nicht ausläuft, wenn ich wirklich den März über noch Zeit habe, das anzufangen, dann habe ich Amiri wahrscheinlich. Die ist dann wieder fertig. Genau. So, jetzt würde ich kurz gucken, ist irgendwer hier, der was will? Das wird ja nicht immer alles angezeigt. Ja, wer bist du? Du bist der eine Typ, der neu ist, oder? Genau, Kimo Tavon. Kimo verbeugt sich verlegen, während ein breites Lächeln über seine Lippen blitzt. Es ist vollbracht. Ich habe etwas für euch. Köcher mit Liebespfeilen, Dringil. Achtung. Nachtigall, ich höre dir, ja? Volker tanzen. Michel, stell dich mal so hin, dass Dringil dich sicher treffen. Einen Holzschnitt, nein. Was will ich denn haben? Einen Kampfstab, das wäre was für den Michel, aber der braucht den nicht. Der ist eh, wenn er kämpft, eh im Fernkampf. Speer braucht keiner von meinen. Bogen, Ekundario, der hat ganz gute Bögen. Wer weiß, ob der was Besseres hat. Köcher voller Pfeile wäre vielleicht interessanter, weil das noch irgendwelche Spezialeffekte auslösen könnte, die dann vielleicht Ekundario eher mal anschalten kann, wenn ich radecke, als einen neuen Bogen zu benutzen. Holzschild halte ich nicht für sinnvoll. Ich hätte gerne einen Köcher voller Pfeile. Nicht Feinde, Pfeile. Mann! Das ist Shainiha. Udrani, würdigster Geschichten. Dunkles Gebot. Danke, Tulpe. Geh bitte wieder weg. Mach die Tür von außen zu. Es ist mir sehr wichtig. Wer bist du? Ach, du bist Charel. Ja, immer weiter her mit den Geschenken. Der Halbelf fühlt sich im Palast sichtlich unwohl. Er scharrt mit den Füßen und verneigt sich schüchtern. Seid gegrüßt, euer Durchlauch. Hier, ich habe etwas für euch. Pringil fängt an, den putzig zu finden.
Charell verneigt sich und überreicht dir ein Bündel. Manticores Klauen. Kleidung, Magierrobe, Umhang. Was heißt Kleidung? Heißt Kleidung sowas wie so einen Hut, den Dringil dann und wann trägt? Magierroben. Ich wüsste gerade nicht, wer die anziehen sollte. Da habe ich auch noch welche in der Kiste liegen. Ein Umhang. Es gibt noch einige Helden, die so diese normalen Resistenzumhänge tragen. Vielleicht kann er da was Besseres machen. Was mit Spezialeffekten. Oh, Charell tritt von einem, also erstmal hier oben, trinkt ihr einen robusten Umhang. Und Charell, ihr werdet in den Gewändern, die ich für euch anfertige, unwiderstehlich aussehen. Trinkt ihr den immer putziger. Charell tritt von einem Fuß auf den anderen, bevor er endlich den Mut fasst, um lauter zu sprechen. Ihr habt so viel für mich getan, euer Durchlaucht. Ihr habt meinen guten Namen reingewaschen, mich aus dem Gefängnis befreit, mir Gelegenheit gegeben, meinen Beruf ehrenhaft auszuüben. Jemand Klügeres als ich würde sich einfach niederlassen und ein glückliches, ruhiges Leben führen. Aber es gibt einen Grund, warum ich im Randgebiet eures Reiches verhaftet wurde. Aber das möchte ich nicht hier besprechen. Sucht mich bitte in meinem Dorf auf, sobald ihr Zeit dafür findet. Dort können wir uns unterhalten. Glaubt mir, die Geschichte wird euch interessieren. Das hätte man auch in Dringils Schlafzimmer klären können. Ein blutiges Handwerk. Mit Charell sprechen. Gut, dass wir Teleportationszirkel haben. Noch was? Nein. So, was wäre denn zu tun als nächstes? Projekt. Verteidiger sein. Das ist Mallory. Amiri geht nicht. Flüche ist alles in der Mache. Training würde ich jetzt nicht machen wollen. Wirtschaft. Geht nicht. Das ginge sehr wohl. Machen oder nicht machen? Machen. Rangaufstieg, wer wäre denn überhaupt vorrätig? Wir hätten Harim, der kann gerade nicht. Wie heißt sie? Amiri kann gerade nicht. Lindsay könnte. Michel könnte. Und Jubilost. Das riecht schwer nach Lindsay. Rang 5. Wäre nicht verkehrt. Ich könnte jetzt aber auch die Geschichte machen mit dem Kollegen Charell. Je eher der fertig ist, desto besser. Ja, wir gehen mal eben nach Karaska. So, aber vorher. Was haben wir eigentlich bekommen? Habe ich mir gar nicht angeschaut. Manticores Klauen sind Handschuhe. Diese Handschuhe gewähren ihrem Träger einen Verbesserungsbonus von +4 auf seine Stärke und einen Verbesserungsbonus von +2 auf Angriffs- und Schadenswürfe mit waffenlosen Angriffen und natürlichen Waffen. Das ist was für den Mönch. Verbesserungsbonus auf die Stärke. Regonga. Der... Nee, das hast du ja gar nicht. Ach so, du hast den Konstitutionsgürtel, weil Konstitution dein Ding ist für den Ratsposten, richtig? Dann könnte ich dir wieder die Stärke dazu geben. Du hast gerade Wissenswürfe Arcanum. Da ist das hier tendenziell besser. Aber was ich eigentlich nachschauen wollte... Kann ich das überhaupt? Hat das irgendwer von euch hier? Der Gürtel gibt einen Verbesserungsbonus von +4 auf. Ja, also der Gürtel und die Handschuhe sind nicht kumulativ. Nochmal kurz checken. Du hast jetzt Stärke +1. Das ändert sich nicht, genau. Das heißt, das sind Dinge, die... Das solltest du tragen. Bei dir ist es nämlich wirksam. Da hätte ich ja die Handschuhe der Elfen. Arcanum, ja. Ja, bisher konntest du auch ohne die Handschuhe alles relativ sicher identifizieren. Und wenn du mal irgendwas nicht identifizieren kannst, redest du in der Hauptstadt Octavia oder irgendwer wird es schon können. Zumal du mit Wissen Arcanum ja jetzt auch immer einen Bonus von 17 hast.
Was in nur geübt? Was heißt denn das? Ist das die Kategorie nur geübt oder was? Moment mal. Dringil Wahrnehmung? Was bist denn du? Weisheit. Rüstungsmalus. Da steht in Klammern irgendwas, was ich nicht verstehe. Komisch. Wir sind immer noch neutral, sind aber schwer davor, wieder chaotisch gut zu werden. Na gut. Also, das wäre das eine. Diese Handschuhe, ja, Octavia, irgendwer sonst von der Stammgruppe kann die nicht benutzen. Was war noch? Rüstung? Nee, Waffe. Dunkles Gebot ist ein Fokar. Exotisch, brauche ich nicht. Wie teuer? Angenehm teuer. Dieser nekrotische plus 3 Fokar gewährt seinem Träger die Fähigkeit, einmal täglich 8 Runden lang den Zauber Tote belebend zu wirken. Ja, das hätte auch keiner benutzt. Und es waren noch irgendwelche Liebespfeile waren noch. Was war denn das? Wo ist das denn? Köcher mit Liebespfeilen. Ich weiß es ganz genau. Wo ist das? Warte mal. So ein Köcher. Das muss doch so ein Ding sein hier. Wo ist das? Hier ist es nicht. Ah, hier ist das bestimmt. Da. Der Besitzer dieses Köchers kann damit täglich 20 Frost-Tempo-Pfeile oder Bolzen abschießen. Frostpfeile verursachen bei einem Treffer zusätzliche 2d6 Punkte Kälteschaden. Dieser Köcher verleiht dir die Chance, das Ziel für 1d6 Runden zu beherrschen. Das nennt er dann Liebespfeile. Ich hätte ja Liebespfeile eher so mit dem Element Feuer assoziiert. Nicht mit dem Element Eis, aber das ist ja noch meine Meinung. Egal, du nimmst die an. Hier, gratuliere. Und damit haben wir alles gesehen. Die Waffe kann, wie gesagt, verkauft werden. Und die Handschuhe, die kriegt Octavia an die elfischen Fingerchen. So. Jetzt wollten wir nach Kaskara. Und sprechen hier mit keinem Geringeren als... Charel, das warst du. Oh, ihr seid es. Lasst mich euch bitte für die Werkstatt danken. Das Haus ist wunderschön, die Nachbarn sind reizend und alle sind so nett und freundlich. Außerdem versinke ich in Aufträgen, wenn ich mir vorstelle, ich könnte aufgrund falscher Anschuldigungen noch immer im Gefängnis verrotten. Was wolltet ihr mir erzählen? Charel sieht sich nervös um. Ich bitte um Verzeihung, euer Durchlaucht, dass ihr meinetwegen in unsere abgelegene Region reisen musstet. Es gibt im Palast zu viele Wachen, die mich noch vor kurzem gejagt haben. Die Sache ist die. Ich denke, ich weiß, wer mich zu Unrecht beschuldigt hat. Es gibt in der Hauptstadt einen Schneider namens Morhalan. Er ist ein Meister mit einem überragenden Ruf, weshalb ich sein Lehrling werden wollte. Als ich jedoch seine Werkstatt aufsuchte... In seiner Werkstatt sah ich Dinge, die mich zutiefst bestürzten. Westen, Schuhe, Handschuhe, die allesamt aus Reptilienhaut gefertigt waren. Aber das Muster war unverkennbar. Ich habe es bisher nur an Echsenvolk gesehen. Intelligenten Wesen, die auch in den Raublanden leben. Soweit ich weiß. Ich wollte Morhalan danach fragen, aber er warf mich hinaus. Und als ich versuchte, mein eigenes Geschäft zu eröffnen, wurde ich buchstäblich aus der Hauptstadt vertrieben. Ihr werdet es mir vermutlich kaum glauben, aber es ist wahr. Ein Meisterschneider in der Hauptstadt ermordet Echsenvolk, um aus ihren Häuten Kleidung zu fertigen. Ich bin kein Pferdenleser und kann Morhalans Wilderer nicht zur Strecke bringen. Ihr jedoch schon. Wenn ihr diese Mörder in der Mark aufspüren und Beweise sichern könntet, werden die Wachen die Sache ernst nehmen und wir würden die Hauptstadt von einem großen Übel befreien. Drigi denkt gerade zurück an seine... Zeit im Reptiliendorf, da, wie heißt das, Dorf des Echsenvolkes, da am Hauer Wasser. Oder am Kerzenmeer war das eher, ist auch egal. Die waren ja relativ human. Die Dickhäute hingegen, mit denen gab es Ärger. Bin nicht sicher, ob Dringil das jetzt wichtig ist.
Muss mal würfeln. Gerade Zahl, Dringil will das nicht haben. Ungerade Zahl ist es ihm egal. Es ist eine 16. Es ist ihm nicht egal. In Ordnung. Ich werde die Jäger aufspüren. Den Göttern sei Dank. Es tut mir leid, dass ich euch nicht sagen kann, wo genau ihr die Schurken findet. Aber ich bin mir sicher, sie jagen in der Nahmark. Irgendwo dort werdet ihr sie finden. Ich wüsste gerne mehr über euch. Der junge Charell wirkt verlegen. Er streicht sich durch die Haare und versucht, seine geröteten Wangen zu verbergen. Was? Was möchtet ihr denn wissen? Woher kommt ihr? Ich stamme aus Erages, einer kleinen Fischersiedlung in Kionin. An diesen Ort verbannen die Elfen meinesgleichen. Es ist ein Exil für Halbelfen. Mein Vater ist ein Fischer und Schmuggler. Er diente als Steuermann auf einem andoranischen Kriegsschiff, bis er meine Mutter traf und sich niederließ. Sie ist eine Netzflechterin. Glaubt mir, ein Fischernetz zu flechten ist eine Kunst und meine Mutter ist schlichtweg die Beste darin. Sie hat mich gelehrt, Knoten zu binden und Muster zu weben. Wie seid ihr Schneider geworden? Ich fing damit an, als ich auf die Akademie von Erages kam. Ich hatte nicht viel mit Archäologie am Hut, aber die Möglichkeiten in Erages sind äußerst begrenzt. Man geht entweder auf die Akademie oder wird Fischer. Zu dieser Zeit habe ich erkannt, dass alte elfische Verzierungen jeden Gegenstand verschildern können. Ich erkannte, dass derartige Muster alles, was ich nähte, veredelten und äußerst beliebt waren. Nur wenige Monate später trug bereits die Hälfte aller Schüler meine Westen und Umhänge. Ich hatte endlich eine Leidenschaft gefunden, doch dann verließ ich Erages, um nach besseren Möglichkeiten zu suchen. Ihr errötet ständig. Ich? Oh, ja, das ist wahr. Charell wirkt purpurrot und lacht. Bitte, verzeiht mir euer Durchlaucht. Ich bin es nicht gewohnt, mit dem Herrscher des Königreichs höchst selbst zu sprechen. Bevor ich euch traf, dachte ich immer, Herrscher würden sich nie mit einfachen Leuten unterhalten. Aber ihr seid anders. Der ist Twinkie, wird dir total putzig. So. Und gehen. Der Halbelf legt die Hand auf sein Herz. Ich freue mich immer, euch zu sehen. Ja, das glaubt den Gilia. Mit Charell sprechen. In den Sümpfen der Nahmark nach Wilderon. Okay. Wir gucken mal noch gerade zu Kimo Tavon. Ob hier alles im Lot ist. Ja, ist es offensichtlich. Gut. Meine Lieben, geht mal raus. So ein bisschen Beute könnte auch gerade nicht schaden. Da wird die Session hier, das Video zwar relativ lang, aber ist mir jetzt auch egal. Das Spiel ist halt auch unfassbar groß. Nahmark, Sümpfe. Aber irgendwie einen Hinweis. Charell glaubt, dass in der Hauptstadt ein Schneidermeister namens Morhalan Leute beauftragt hat, Ex-Menschen zu töten und zu häuten. Das ist eine ernste und außergewöhnliche Anschuldigung. Doch der Halbelf scheint sich vollkommen sicher zu sein. Vielleicht sollte jemand in den Sümpfen nach Wilderon suchen. Sümpfe der Nahmark. Was ist Nahmark und heißt Sumpf? Hier oben nichts. Es käme wieder die Hütte der Sumpfhexe in Betracht. Die Sumpfruinen, das ist dieses Grab. Das ist es nicht. Der unheilvolle Sumpf könnte es theoretisch sein. Den habe ich aber nicht mehr so richtig vor Augen. Wahrscheinlich ist es wieder die Hütte der Sumpfhexe. Nalwacht. So. Auf gut Glück reisen wir zur Hütte der Sumpfhexe und schauen mal, ob da irgendwer wildert. Das ist ja auch am nächstgelegenen zum Dorf des Echsenvolkes. Betreten. Das haben wir hier richtig. Also auf der Übersichtskarte sehe ich erstmal nichts. Werde ich die Karte jetzt mal ablaufen und sobald da irgendwas auftaucht, was komisch ist, dann nehme ich euch dazu. Ansonsten geht es ja gleich wieder raus. Nö, hier der Sumpf, da ist leer. Deswegen würde ich mal woanders hingehen wollen.
Ich habe gerade überlegt, vielleicht muss man wirklich ins Dorf der Langschwänze gehen. Hießen die so? Die Keule Langschwänze, genau. Und dort mal gucken. Weil wäre irgendwie logisch, dass man da irgendwas sucht. Das ist zwar kein Sumpf in dem Sinne, aber irgendwie dann doch zu nahe liegen, dass es vielleicht hier ist, wo die Wilderer irgendwelche Echsen auflauern. Das tät mir echt leid. Genau das falsche Dorf, wo sie wildern. Die Dickhäute, da hätten sie dicke Haut abziehen können. Wir hören uns hier mal um, ob da was ist. Ashur, weißt du was von diesem ganzen Thema? Nee. Also im Dorf werden sie nicht sein. Also hier unten irgendwo. Ich laufe auch die Karte mal ab und guck mal, ob hier irgendwo jemand ist. Nö, da ist es auch nicht. Dann ist mir eingefallen... Achso, dieser ganze Kram hier. Das wollte ich ja nie mitnehmen. Ja, das machen wir auch weiterhin nicht. Dann ist mir eingefallen, es gab noch irgendwo so eine Sumpfkarte. Da gab es irgendwelche Wüfern drauf und so eine dicke Schnecke. Das ist ja schon lange her. Das kann echt dieser unheilvolle Sumpf gewesen sein. Aber sicher bin ich mir da nicht. Der wäre hier. Da ist Narwacht. Ist wahrscheinlich einfacher, sich von Brandfort aus nach Narwacht zu teleportieren. Ach, herrje, hallo, Gilby. Na, bist du der Wilderer? Wär toll, aber warum sollte der Wilderer mich hier angreifen? Der weiß ja nicht, dass ich ihm auf den Fersen bin. Regonga, danke, dass jetzt die Hast kommt. Gut gemacht. So. Regen. Rastet mal. Jetzt. Verwalten. Wir benutzen Rationen. Alle haben ihre Aufgabe. Und beginnen. Look, Eastian. I made the Mashtu symbol. Like yours. Very, very beautiful, Knock-Knock. I especially like this piece of glass you plunged in the middle of Rat's head. Now, would you please take it away from me? Schau, Istian! Ja, Istian, allein das ist schon zum Brüllen. Schau, Istian! Habe Lamaschtür-Symbol gemacht, wie deins. Und Christian, sehr schön, Knock-Knock. Vor allem dieses Glasstück in der Mitte des Rattenschädels. Und jetzt... Geh bitte weg damit. Ah, Dringi grinst von einem Ohr zum anderen bei dieser Szene. Halt, das will ich ja gar nicht machen. Weg, 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 geh zu hier. Wir suchen irgendwelche Wilderer. Im einsetzenden Regen. Also, Brandfort, Teleportation nach Narwacht, wenn Regonga hier mal das Laden beschleunigt. Danke. Fortfahren. Nach Narwacht annehmen. So. Der unheilvolle Sumpf, der da. Betreten. Und dann gucke ich wieder die Karte an, ob da irgendwas ist. Und wenn ich es da nicht finde, dann muss ich aber recherchieren, weil ich dann... Super! Ah, das könnte es auch sein. Hier waren die Dickhäuter, richtig. Oh, dieses übelste aller Querplay-Wetter. Ich habe darauf keinen Bock, ich lasse es gerade mal vergehen. So ist es viel besser. Also eigentlich muss das ja hier sein. Heißt Sumpf, die Karte. Hier gibt es ein Echsendorf. Es liegt in der Narlmark. Aber
keiner da. Ach, das war so gut. Ist ja jetzt keiner da. In irgendwelchen Ecken wird hier keiner rumstehen. Tja. Dann suchen wir weiter. Die müssen ja irgendwo sein. Ich habe noch das Scheckenmoor im Verdacht, weil das Moor ist ja quasi auch ein Sumpf. Und wenn es da nicht ist, dann muss ich es recherchieren, weil dann habe ich allmählich keine Idee mehr, außer doof jede Karte abzulaufen. Und dafür ist mir meine eigene Zeit und die Zeit der Helden hier in dem, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zu schade. Dann sollen sich halt irgendwelche Späher von Ekundario mal auf die Fersen machen und was rausfinden. Hier. Das könnte's noch sein. Auf Helden. Oh. Das ist was Questartiges. Das ist nicht gut. Da wird wieder etwas angetriggert, was ich nicht haben will. Stimmt's? Warte mal. Valerie, du hast gerade aus Gründen das da auf. So ist besser. Wilder Raufbold. Attacke. Ah, das sind sie. Tatsächlich. Das sind die Wilderer. Tatsächlich. Gut. Rennt die zu Michel? Ich glaube, ich spinne. So. Dann haben wir es doch. Ja. Wir haben hier ein bisschen Kram. Auf den ersten Blick nichts, was besonders ist. Nee. Hier der kleine Stinkstiefel. Warte mal. Ogbo, geh mal weg. Es fängt an zu regnen. Nock, Nock, geh weg, Mensch. Ich will da draufklicken können. Na, dann mach halt du das. Oh, der hat was. Echsenvollkau tatsächlich. Und ein paar magische Sachen. Kettenhemd plus 1 und leichte Arbrust plus 1. Da haben wir das gefunden. Lupen haben wir hier nicht. Aber das ist ja so eine Questkarte. Hier könnte was versteckt sein. Ich laufe die Karte mal eben ab. Nö, alles leer. Was ist das für ein Teil? Das war ein Questobjekt. Hier. Schuppige Haut, die von einem grausamen Schlechter abgezogen wurde. Mhm. Heute von Ex-Menschen, wie grauenhaft, aber sie haben bewiesen, dass Charel recht haben könnte. Wir müssen ihm zeigen, was wir gefunden haben. Okay, machen wir noch. Raus mit euch. Kurz vorm Scheckenmoor. Es ist die Frage, ob die immer dort sind oder ob die auch woanders hätten sein können, theoretisch. Aber es ist auch müßig. So, Jubilost. Schön, dich zu sehen, aber... Charel wäre Dringil gerade lieber aus mehreren Gründen. So, teleportieren nach Kaskara. Betreten. Regen! Schön! Der Halbelf pfeift unbeschwert vor sich hin. Als er dich sieht, verbeugt er sich anmutig. Wie schön, euch zu sehen. Was kann ich für euch tun? Seht euch diese Häute an. Sie stammen von ermordetem Echsenvolk. Chael sieht verängstigt aus. Er berührt die Häute mit offensichtlichem Abscheu. Sie wurden äußerst gekonnt abgezogen. Daran besteht kein Zweifel. Die Schlechter wollten diese Häute für Lederarbeiten verwenden. Hätten sie durch einen grausamen Mord nur jemandem Angst machen wollen... hätten sie mehr Schnitte gemacht. Aber hier haben sie sich auf das Nötigste beschränkt, um die Haut zu erhalten. Ich hatte recht. Mohalan kauft Echsenvolk heute. Er ist ein Monster.
Danke für eure Hilfe. Oh, dieser Regen! Ich habe jetzt alle Beweise, die ich brauche, und ich habe schon genug eurer Zeit in Anspruch genommen. Ich werde selbst zu den Wachen gehen und dafür sorgen, dass das Monster verhaftet wird. Danke. So, gut. Quest abgeschlossen. Nee, Mohalans Verhaftung abwarten. Okay. As it should be. Herr König wird hier fast vom Blitz erschlagen. Oh. Leute. Bitte quält mich doch nicht so. Macht hin. Ich will hier raus. Ich drehe hier durch. Oh, echt furchtbar. So. Teleportieren nach Gewirrstadt. Und zum Händler. So. 13.800 Goldstücke in die Kralle. Und dann, weil ich gerade dran denke, Octavia, ich habe ein paar Handschuhe für dich. So. Und schlafen. Und dann ist das Video hier zu Ende. Ein bisschen was haben wir wieder geschafft. Und weiter mit Regierungsgeschäften ein bisschen und vor allen Dingen auch mit Knock Knocks persönlicher Queste geht's dann. Aber vorher noch die Krone aufs Haupt, bevor du in den Thronsaal gehst. Dieses Plopp, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, weiter mit Knock Knock und so ein bisschen Regierungskram geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.